Und vielleicht bist du jetzt abgestoßen und sagst, boah, jetzt habe ich verstanden. Also ein Coach ist für mich nichts. Vielleicht willst du aber auch wissen, wie du einen Coach finden kannst. Und hier ist die Strategie, die ich dir empfehle. Heute sprechen wir darüber, wie ich meinen Coach gefunden habe und ich sage dir genau, wie du deinen finden kannst. Ich glaube, dass wir dann einen Coach suchen, wenn wir wirklich etwas verändern wollen. Wenn wir so stark etwas ändern wollen, dass wir es einfach nicht mehr aushalten, so wie es jetzt ist. So wie es bei mir war, als ich mit 26 Jahren so stark verschuldet war. Ich wusste weder ein noch aus. Bin nachts wach geworden, bin ins Badezimmer gegangen, um meine Frau nicht zu wecken. Dann habe ich das Licht eingeschaltet, habe mich lange im Spiegel angeschaut und habe gesagt, Bodo Schäfer, wenn du so cool bist, warum bist du dann pleite? Und dann habe ich zu meinem Spiegelbild gesprochen. Und ich habe mir versprochen, diesem Spiegelbild, dass ich etwas verändere. Ich habe mich verpflichtet. Ich habe mir ein heiliges Versprechen gegeben. Und bis dahin hatte ich das Konzept eines Coaches noch gar nicht in meinem Kopf gehabt. Aber dann habe ich eine Sportschau gesehen, so im Fernsehen. Und da ist mir aufgefallen, dass jeder Spitzensportler einen Coach hat. Und im Grunde genommen ist es ja so, das ist es, was den Amateur vom Profi unterscheidet. Profis haben Coaches. Also habe ich mich aufgemacht und einen Coach gesucht, denn ich wusste, alleine packe ich das nicht. Warum ist es so wichtig, von einem Coach zu lernen? Weil der schon dort ist, wo wir einmal sein wollen, weil er ein Vorbild ist, also ein Bild vor unseren Augen, wie man leben kann und leben sollte, wenn man diese Ziele hat. Und weil er das Gebiet kennt, in dem wir uns aufhalten wollen. Ich habe da eine ganze Zeit einen Coach gesucht, keinen gefunden. Ich hatte in der Versicherung gearbeitet und da habe ich einen Wettbewerb gewonnen, so einen Reisewettbewerb, und es war eine Reise in die Karibik. Und an einem Tag sind wir dann auf so eine einsame Insel gebracht worden. Luxuriöses Boot, einsame Insel, traumhafter weißer Strand. Da war auch ein Eisverkäufer, ich habe mir ein Eis gekauft, habe ich dann das Papier weggemacht und habe die Hülle von dem Eis einfach achtlos auf den Strand geworfen. Kannst du dir vorstellen, wie bekloppt ich war? Ich meine, das tut doch körperlich weh. Kannst du doch nicht machen. Auf einem blütenweißen Strand so ein Abfallpapier werfen. Dann höre ich, als ich das so gemacht habe, am Anfang an meinem Eis zu knabbern, höre ich hinter mir so eine Stimme. Hey, versauen Sie hier nicht meinen Strand. Da habe ich mich gar nicht erst umgedreht und habe einfach so ganz arrogant über die Schulter geantwortet. Hey, ist ja wohl nicht Ihr Strand. Der gehört ja wohl allen. Aber es war sein Strand. Es war auch seine Insel. Und dann sagte er mir, ich habe Sie jetzt eine ganze Zeit beobachtet. Interessiert Sie, was ich so von Ihnen halte, was ich so beobachtet habe? Da habe ich schon geahnt, das wird jetzt nicht wirklich gut. Aber ich habe Ja gesagt. Und dann, was soll ich sagen? Ich habe die Abreibung meines Lebens bekommen. Der Typ hat mich echt genau beobachtet, hatte ich gar nicht gemerkt. Und dann hat er so eine halbe Stunde lang Punkt für Punkt dargelegt, was ich für ein Spinner war. Wie arrogant, wie oberflächlich, in Wahrheit wenig Selbstvertrauen. Boah. Und als er fertig war, habe ich ihn gefragt, würden Sie mich coachen? Und er fragte mich, warum soll ich das tun? Ich mag Sie ja nicht mal. Und dann habe ich gesagt, ja genau darum. Da muss ich mich eben mehr anstrengen. Und ich habe gespürt, dass das einfach die Chance meines Lebens war. Und zum Glück hat er Ja gesagt. Und ich habe ihn nie enttäuscht. Ich sollte ihn jeden Morgen um 8.15 Uhr anrufen, pünktlich. Wenn ich einmal zu spät anrufen würde, wäre sofort unser Coaching-Verhältnis zu Ende. Und ich habe jeden Tag pünktlich angerufen, 6 Jahre lang, jeden Tag. Und ich sollte am Anfang 3-mal pro Woche von Köln nach Frankfurt fahren, um seinen Schulungen zuzuhören. Auch das habe ich gemacht. War das hart? Hey, das war sauhart. Glaub mir, der Typ war echt knallhart. Er ist aber gleichzeitig einer der liebenswertesten Menschen, die ich kenne. Knallhart, absolut konsequent, aber ein Riesenherz. Und das musste ich erst lernen, dass das eine gute Mischung ist. Und der Umgang mit ihm, der hat mir was ganz, ganz Wichtiges gezeigt. Reiche Menschen können gute Menschen sein. Das habe ich ja aufgrund meiner Erziehung damals für unmöglich gehalten. Da war man entweder reich und eine Sau oder man war arm und ein guter Mensch. Was für ein Quatsch! Das haben meine Eltern ja auch nicht böse gemeint. Auch die Kirche, die mir das beigebracht hat, hat es nicht böse gemeint, hoffe ich mal. Aber die haben das geglaubt. Aber die Glaubenssätze haben sich natürlich auf mich transportiert. Das heißt, ich habe sie irgendwie unwillkürlich aufgenommen. Und jetzt lernte ich meinen Coach kennen, der reich war, sehr reich und gleichzeitig jemand,
der anderen jederzeit half. Der hat jederzeit anderen Menschen von Herzen geholfen, hat sie gefördert, der hatte immer ein Ohr für alle. Also das zu erleben war unbezahlbar. Parallel zu den Glaubenssätzen, die ich nach und nach veränderte, hatte ich natürlich auch ganz klare Aufgaben bekommen, ganz klare Strategien. Also erst fragte mich mein Coach, lieben Sie eigentlich Ihren Job? Und ich sagte, nö. Ich hatte so eine Versicherungsagentur und daneben noch zwei Selbstständigkeiten. Und da ich pleite war, brauchte ich das feste Einkommen aus der Versicherungsagentur. Und mein Coach sagte, lieben Sie das? Und ich sagte, nee. Und dann sagte er, dann kündigen Sie doch. Ich sagte, das kann ich nicht, brauche die Kohle. Dann hat er mir 30 Minuten Zeit gegeben, meine Kündigung zu schreiben, sonst würde er mich nicht coachen. Ich habe 28 Minuten Blut und Wasser geschwitzt, ich habe da hin und her gerobbt und habe dann ganz schnell noch meine Kündigung in den letzten 2 Minuten geschrieben. Und ich habe mich dann entschieden, in einem strukturierten Vertrieb einer Versicherung zu lernen. Ohne jedes Festeinkommen, ohne irgendwelche Garantien. Das war für mich entsetzlich. Ich hatte so viel Schiss, aber mein Coach hat mir genau gesagt, was ich tun müsste. Und vielleicht bist du jetzt abgestoßen und sagst, boah, jetzt habe ich verstanden. Also ein Coach ist für mich nichts. Vielleicht willst du aber auch wissen, wie du einen Coach finden kannst. Und hier ist die Strategie, die ich dir empfehle. Erstens, lege fest, was du in deinem Leben machen willst. Je genauer du das weißt, umso besser ist es. Was ist die Leidenschaft deines Lebens? Was sind deine Talente? Was macht dir Spaß? Zweitens, überlege, wen es in Deutschland oder sogar in Europa gibt, der in diesem Gebiet Spitze ist. Drittens, beschäftige dich dann mit diesen Leuten, die du so herausgefunden hast. Google sie, lese ihre Bücher, wenn sie welche geschrieben haben oder wenn Bücher über sie geschrieben worden sind. Lese alles, was du finden kannst. Besuche ihre Seminare, wenn sie welche halten. Und entscheide dich dann, wen du von denen, die du in die engere Wahl genommen hast, als Liebstes als Coach hättest. Und viertens, jetzt visualisierst du, dass du diesen Menschen überzeugen kannst, dich zu coachen. Also am besten druckst du ein Foto aus. Und ich habe das so gemacht, ich habe mich dann so mit einem Foto daneben getan, also 2 Fotos zusammen irgendwie. Damals war die Technik noch nicht so gut, aber sah dann trotzdem aus, als wären wir ziemlich dicht zusammen. Und dann habe ich immer wieder visualisiert, dass der mich coacht. Immer wieder drauf geguckt, dass der mich coacht, dass der mich coacht, dass der mich coacht. Also, drucke dir ein Foto aus, schau immer wieder drauf und es wird irgendwie so eine Realität für dich. Und dann, wenn du spürst, jetzt ist es wirklich reif, trittst du in Kontakt mit deinem Coach und sagst ihm das Entscheidende. Und das Entscheidende ist, dass du ihm sagst, was du für ihn tun kannst. Was kannst du für ihn tun? Das ist ganz wichtig. Die meisten Menschen kommen zu mir und sagen, hey Bodo Schäfer, kannst du mich nicht coachen? Wenn ich dann sage, ja, warum sollte ich das tun? Dann antworten sie mir, ja, weil ich sie brauche. Hey, das ist doch kein guter Ansatz. Eine Beziehung funktioniert doch immer dann, wenn wir etwas zuerst geben und dann etwas bekommen. Also überlege, was du für deinen Coach tun kannst. Was kannst du für ihn tun? Was kannst du ihm geben? Und das ist nicht leicht zu finden. Diese Person, die ist ja reich. Die kann sich ja alles kaufen. Der hat in der Regel auch viele Angestellte. Die machen ja alles für den. Aber wenn du ihn googelst und wenn du alles Mögliche über ihn liest, dann wirst du etwas finden. Ja, und jetzt kommt der 6. Schritt. Gib nicht auf. Bereite dich vor, indem du die ersten 5 Schritte gehst. Gib niemals auf. Sorge dafür, dass du bereit bist. Die ersten 5 Schritte werden möglicherweise nicht richtig funktionieren. Gib trotzdem nicht auf. Geh sie trotzdem. Indem du sie gehst, bereitest du dich auf dein ideales Coaching-Verhältnis vor. Und dann kann dir, wie es bei mir war, dein Coach zufällig begegnen. Den ich da auf dem Bild hatte, den habe ich nie bekommen. Ist auch gut so, weil den ich bekommen habe, der war ideal. Ich habe das nicht geplant. Vielleicht passiert auch nicht das, was du planst, vielleicht aber doch. Aber du wirst bereit für ein Coaching-Verhältnis. Ich bin fest überzeugt, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Und die 6 Schritte helfen dir, bereit zu sein.